Nach verpatzter Dschungelprüfung, Bastian Utta wehrt sich. Jetzt schlägt Bastian Utta zurück, zumindest verbal. Zum zweiten Mal musste sich der Buschbewohner im Dschungelcamp gemeinsam mit seiner Mitstreiterin Gisele Pehrmann in einer Dschungelprüfung behaupten. Ausgerechnet diese stellte ihn aber auf eine harte Probe, während die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin 4 Sterne erspielte, ging der Miracle Morning Motivator leer aus. Das nahm die Holse mit brasilianischen Wurzeln zum Anlass, gegen den Camp-Guru Stimmung zu machen. Der Selfmade-Millionär ließ das jedoch nicht auf sich sitzen. Für mich ist es endlich mal ein geiles Gefühl, auf der anderen Seite zu sein, dass jemand anderes 0 Sterne hat und ich das Ding gerockt habe, posaunte die Mutter einer Tochter nach Deckerlinge überglücklich in den australischen Regenwald hinaus. Der geknickte Tar hingegen wurde zunächst ganz still, bevor ein langer Monolog aus ihm heraussprudelte. Dass wir alle die gleiche Seele haben, dass wir alle das gleiche verletzliche Herz haben, das sieht man nicht. Wenn du stark ausschaust und selbstbewusst bist, dann hauen die Leute drauf auf dich. Der kann's ja ab. Der verdient's ja. Das passiert mir schon mein Leben lang, zeigte sich der Muskelpotz von seiner verletzlichen Seite. Doch Bastian hätte sich ja keinen Namen als Campkoch gemacht, hätte er keine Lösung parat. Da musst du stark sein. Soll ich mich in eine Ecke setzen und heulen? Fragte er im Interview. Von Gisele folgte schließlich eine Entschuldigung für ihr gehässiges Getü. Die Luft zwischen den beiden ist mittlerweile wieder etwas reiner.